Hallo zusammen, ich habe hier einen Bootskühlschrank und zwar einen Wemo 51N für normal. Was ist speziell in diesem Kühlschrank? Wir haben das Einbaumaß ist 38 und die Tiefe von diesem Kühlschrank ist so, dass er hinten ein bisschen schräg ist und oben das Aggregat sitzt. Das kommt davon, diese Schräge unten, weil viele Boote aus dem amerikanischen Markt wurden diese Kühlschränke oder ein Engel bzw. ein Nordcold, das ist ein Lizenzprodukt, wurden massenhaft eingebaut und die haben unten diese Schräge, wenn der Bootsrumpf so unten rumläuft. Wir sehen auch hier das Maßbild. Eben, wir haben eine Breite von 38 und eine Tiefe oben von 52,2. Der Kühlschrank besitzt einen Setkop-Danfoss-Kompressor BD35. Das ist der beste, meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Einen belüfteten Kondensator, hier sitzt so ein Lüfter drin und wir geben die Wärme hier hinten ab. Die Betriebsspannung ist 12 oder 24 Volt. Das heißt, der Lauf läuft, wenn wir 12 Volt anschließen, zwischen 10,5 bis 15 Volt und wenn wir 24 Volt anschließen, läuft er zwischen 22 und 32 Volt. Er hat einen Unterspannungsschutz, das heißt, er schaltet bei 10,5 Volt aus, das ist schon ziemlich leere Batterie, und wieder bei 12 Volt ein. Das heißt, wenn er eine Spannung hat von 11 Volt und er startet kurz, fällt runter auf 10,5 Volt und kommt nur noch hoch auf 11,5 Volt, dann schaltet er nicht mehr ein. Da muss zuerst die Batterie ein bisschen geladen werden, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben hier innen drin, wir haben ein kleines Eisfach, wir haben hier die Tropfschale, wir haben ein Tabla mit dem Gitter zum Hochklappen, dass man hier auf der Seite noch was Größeres reinstellen kann. 1,5 Liter Flaschen gehen hier in die Türe rein. Dann habe ich hier einen Nautic-Verschluss. Das heißt, wir haben hier, ist er verriegelt, wir müssen hier aufmachen und ziehen. Und ich habe hier eine Verriegelung, und wenn ich sehe rüber, dann hatte er hier eine Lüfterstellung. Das heißt, ich kann hier mit dem Finger reinfassen, man sieht es jetzt hier nicht so. Das heißt, der Kühlschrank steht rund 1 cm offen, so dass er, wenn wir das Boot nicht brauchen, beziehungsweise den Kühlschrank nicht brauchen, dass der Kühlschrank offen steht, dass er nicht anfängt zu stinken. Ich habe hier wieder die Verriegelung, ich kann hier aufmachen, kann die Verriegelung wieder rausnehmen und dann schließt er wieder ganz. Wir gehen zu den technischen Daten von diesem Kühlschrank. Eben, für Boote, Maße entnehmen wir da oben, wir haben 51 Liter, 12, 24, 230 Volt. Wir haben hier unten in der Preisliste eine Option, dass wir hier oben den Kühlschrank ausliefern mit einer Vorrangschaltung 12, 24 Volt und Vorrang auf 230 Volt. Das heißt, wir haben zusätzlich ein 230 Volt Kabel dran. Wenn wir Landstrom haben, im Hafen liegen, können wir da einstecken. Er schaltet vorrangig auf 230 Volt. Wenn wir Stromausfall haben oder der Nachbar zieht den Stecker aus oder wir gehen weg, ziehen wir den Stecker aus und er schaltet automatisch wieder aufs 12 Volt Netz zurück. Das macht vorrangig Vorteile, wenn wir das Boot wochenweise im Hafen liegen haben und den Kühlschrank betreiben möchten.
dann diese Vorrangschaltung so, dass wir das Bordnetz nicht belasten oder sogar den Hauptschalter rausmachen können und der Kühlschrank läuft dann direkt über 230 Volt. Wir haben den Temperaturbereich von plus 10 bis minus 5 Grad, das ist der Temperatur, den man einstellen kann. Dann der Stromverbrauch ist bei 5 Grad innen und 25 Grad außen 7,1 Watt. Bei 5 Grad innen und 32 Grad außen hat er 11,9 Watt. 11,9 Watt ist fast 12 Watt und 12 Watt durch 12 ist 1 Ampere. Also wir brauchen für diesen Kühlschrank 1 Ampere Stunden. Wenn wir jetzt eine 100 Ampere Batterie haben und wir haben dann eine Lithium Batterie, dann können wir theoretisch 100 Ampere Stunden aus der Batterie ziehen, dann läuft dieser Kühlschrank bei 32 Grad 100 Stunden. Wenn wir eine 100 Ampere Bleibatterie haben, können wir nur die Hälfte rausziehen, also 50 Ampere, dann läuft dieser Kühlschrank etwa 50 Stunden, also 48 Stunden, wären 2 Tage, dann muss die Batterie wieder geladen werden. Weiter haben wir den Anschlusswert 70 Watt. Das ist der Spitzenstrom, was dieser Kühlschrank in der Spitze nehmen kann. Das sagt nicht viel aus, das ist einfach wie ein Auto, was ich 300 PS habe, ich kann die nicht immer ausnützen, sondern das ist das, was der Peak ausmacht, wenn er startet, beziehungsweise auch beim Runterkühlen, wenn ich jetzt Ware reinmache oder aufs Büro komme, habe ich natürlich dann auch mehr Leistung, wenn ich einen starken Kompressor drin habe. Dann die Maße, Außenmaße, Innenmaße, ja, und unten das Standardgerät 740, dann die Option und was es hier noch dazu gibt. Ist ein Einbaurahmen. Wenn wir ein hässliches quadratisches Loch haben, haben wir einen Einbaurahmen, dass wir diesen Kühlschrank bündig einbauen können. Wird aber meistens nicht gebraucht, weil meistens passt das Loch genau so rein, wie es ist. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Kühlschrank. Wir haben den gleichen Kühlschrank identisch, den WEMO 62, der ist dann etwa so breit, 45. Da mache ich euch hier oben einen Link, dann vom Kühlschrank mit externem Aggregat, aber das gleiche Breite, gleiche Höhe. Das ist der WEMO 46N, da mache ich euch einen Link hier unten. Hier mache ich euch einen Link zu einer Batterie-Stromversorgung und ich wünsche euch einen schönen Tag.